This'll be easy. Let's go. Mann, lauf doch bitte gerade länger. War doch noch irgendwo ein Busch, ne? Nimm ich die Fallenkäfer mal mit. Nur sagen, der Begriff Fallenkäfer ist ein bisschen irritierend. Hey, ja, voll. Hä, ist hier nicht immer ein Busch gewesen? Ich hab den da auch nicht gefunden. Gerade. Okay. Keine Ahnung. Naja, scheiß drauf. So wichtig ist mir das jetzt auch nicht, dass ich da jetzt. Wahrscheinlich ist er einfach hier in dieser Quest nicht. Ach, da ist ein Stinkmink. Ne, die wollen nicht. Ach so, so. Bring it on! Upsi. Hey, over here! Da ist ein Busch. Boy. Moment mal, die Schnecke nicht. Mit. Schnecke, wenn nice. Eines haben wir jetzt. Da ist noch eine Schnecke. Erstmal schnappe ich mir das hier. Diese Fallenkäfer. Gut, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen. Die heißen auf Englisch Trap Bug. Nee, die heißen auch Fallenkäfer. Achso. Hm. Oh, finde ich irgendwie total irritierend, weil es eben keine Fallen sind. Die sorgen einfach nur, dass der Gegner, das Monster, wenn es da rüberläuft, kurz zurückgestoßen wird und erschreckt. Das habe ich super lang gebraucht zu schnallen. Ich dachte, das ist einfach so ein Vieh, was ein Fallenersatz. Das habt ihr manchmal gelegt und. Ich habe das gewundert, warum. Ja, genau. Das ist einfach nichts. Ist so wie, wenn Carpador Platscher einsetzt. Nichts passiert. Na, Teil Banane. Aber gut, man hat dazu gelernt. Tü-ta-ta. Schlimm, ne? Ja, schon. Glaube ich, zumindest. Weiß nicht. Junge Meierback warten, ne? Okay, dann noch kurz was essen.
Ja, ich glaube, ich hole mir auch nur noch einen Angriffskäfer, dann sollte ich auch fertig sein. Fehlt immer noch einer. Lustig. Ach, dann hole ich mir dann da drüben, komm, so viel Zeit muss sein. Okay. Much power. Ja, Explosion. Haben wir glaube ich auch schon gemacht, ne? Luna Garen, ne? Also reflektiert, ne? Anomalie. Haben wir, glaub ich, bei mir was abgehakt. Hier hatten wir glaube ich am Donnerstag schon gemacht, hier so Anomalie als Luna Garen. Gibt eine Kräftkröte. Jetzt. Oh, please, stop it, ey, ganz ehrlich. Jetzt ist mir ganz schön noch ein Schlag, ey. Jetzt will ich auch abhauen, du Lümmel. Kurz aushelfen, alles klar, kein Thema. Wir machen so lange einfach weiter. Ja. Kannst ja hier einfach kurz irgendwo rumstehen in der Basis, sicher. Derzeit schnapp ich mir diese Schnecke. Wir haben Giftwaffen. Achso, ja gut. Ich hab die Giftwaffen. Ich hab die Kröte gar nichts. Also doch, das ist schon ganz gut, weil das macht ja auch Giftschaden noch drauf. Also das sollte wieder sehr schnell dafür Gift noch mehr wird. Weil Gift kann ja öfters triggern. Okay. Ja. Dann leg ich gleich einmal. Wenn das nicht mehr vergiftet ist, kannst du einen legen, damit es dann nochmal kommt. Weil so öfters das vergiftet ist, umso mehr Giftschaden braucht es, um erneut vergiftet zu werden. Eisbarfahren. Oh, Explosion? Oh ja. Danke. Ah, ich bin auch. Was ist das? Ist doch rum. Lieg jetzt. Autsch. Wirebug da hinten in der Ecke an der Wand. Falls ihr einen braucht. Ja.
Farbe ist, glaube ich, blau, deswegen sieht man, glaube ich, auf deinem letzten. Gerade einfach mal. Kirby sich hingestellt und ich sehe einfach Kirby auf deinem letzten. Oder sind die Zelte dominanter? Oder ist quasi das, der Fall unter Zelte? Vielleicht sieht man das, wenn er im Zelt wäre? Weiß ich nicht. Ich sehe ihn gerade auch nicht. Lustig. Also Kirby hätte, also ich weiß nicht, ob Kirby vielleicht raus ist. Also wenn ich, also hätte ihn gar nicht rausgehen müssen. Außer es ist ein längeres. Aber nee, Kirby ist noch drin hier. Wäre das nicht irgendwie. Ich meine, das wäre ja sonst angezeigt gewesen, oder? Ja. Ja, genau. Nee, Kirby ist ja noch nicht. Und dann weiß ich gar nicht. Kann ich echt so ausprobiert. Ich meine, wenn Kirby sich so gut verstecken kann, dann sollte ich vielleicht mit Hide and Seek spielen. Ja, selbst wenn man schon das Admin-Panel hat. Man sieht Kirby einfach nicht. Ja. Mann. Ja, im Nebenlager war der Kirby. Ah ja. Ja gut, dann sieht man da einfach nicht, wenn er da drin ist. Hm, witzig. Haben wir das auch gelernt. Komm zurück, Kirby. Ah genau, welcome back. Komm zurück. Ja, das hat er. Feigling. Hm, Wirebug ist gleich links an der Wand. Mhm. Okay. Da funkeln auch ein paar Materialien vom Teigel. Naja. Sehr schön. Oh Mann, Alter. Hey, warum kann ich denn nicht da schön dran sitzen? Hä, hab ich den Wildbach nicht eingesammelt? Wow. Wahrscheinlich vielleicht, gar nicht einfach berührt. Passiert mir auch manchmal, dass ich da dann vorbeireite. Vielleicht weil die Materialien da noch lagen und dann konnte er das nicht einsammeln. Jetzt mal wieder aus da. Erstmal Paris. Achso. Also ich sag's nur so. Also ich hab nur Haribo verstanden. Ja, das war voll. Danke. Achso, nee, alles gut. Außer ihr könnt damit leben. Also, wenn ich sehe, ich dachte, ich melde mich nicht. Naja, nö. Was hat mich erwischt? Boah, ich muss, glaube ich, echt Nullberry irgendwie mal eine schnelle aus der Wand fahren. Was
Oh, bleib da. In die 9. Noch mega lange in der Kombi drin. In der 8 ist auf der linken Seite im Wasser, in der 10 ist ein Wirebug, falls ihr da durchreitet. Ansonsten natürlich in der 9 auch einer. Ja. Ah, hat nicht gereicht. Ich glaube, hier muss ich den Zwischenstopp machen. Ansonsten, gehe ich kurz Sache schärfen. Oh Gott! Wie wir einfach genau das... im richtigen Moment dazukommen, ey. Ja, mich hat's voll erwischt, ey. Ich hab's nur rechtzeitig gesehen, zum Glück. Wäre ein bisschen lustig gewesen, wenn ich da jetzt umgekippt wäre. Ja! Das wäre traurig. Also, ich hätte gelacht. Achso, ja. Ich muss auch mal Libraries wieder ins Tordenmenü packen, weil jetzt ewig durchzuscrollen finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Und dann lasse ich sie mal. Verständlich. Ich hole mir kurz noch den Käfer, den Donnerkäfer. Mann, beweg dich doch nicht. Wie ewig man jetzt im Vergleich zu der Quest davor auf das Monster einhaut, ey. Ja. Na, die haben ja, ich meine, zum einen ist es ja ein Monster, ne? Klar, mehr Leben. Zum anderen, ne? Afflicted, noch mehr Leben. Mhm. Ist schon. Schade, dass er nicht mehr an der Wand ist, ne? Sonst hätte ich den jetzt ja gegenschaffen können, aber der ist jetzt. Ich habe mir eine Spinne geholt. Ja. Ah, hat dir den gefallen, das ist ja? Oh, da liegt das nicht. Irgendwas wollte ich noch. Ah, genau, Style wechseln. Wenn er gerade da so steht. Ja. Oh, nice. Okay, fast tot. Nice. Ach, schrei doch. Na, sehr schön. Nice. Da geht er down, sehr schön. Aber das hier können Kronen sein. Zumindest habe ich gerade ein Update bekommen. Also nicht, dass es jetzt eine Krone ist. Aber ja. Es gibt Unterschiede zu den Größen. Es gibt hier wohl zumindest ein paar Unterschiede. Tschüss, Tiger. Hat den Ort verlassen. Ja, hat auch keinen Bock mehr. Well.
Afflicted Dire Bone. Nee, war nicht. Ja, genau, das ist. Das habe ich jetzt auch herausgefunden. Ich bin so klug. Nein! Warum? Warum? Kirby hat mich runtergestoßen, runtergeschossen, als ich in der Luft hang. Jetzt muss ich die längere Cutscene genießen.